Unser Netzwerk Hela Pride entstand im Jahr 2021. Das heißt, wir feiern jetzt dann das zweijährige Jubiläum. Steht das Netzwerk? Einmal, ich glaube, das ist ganz wichtig für Chancengleichheit, dass jede Person mit ihren Anlagen, ihren Fähigkeiten zunächst mal die gleichen Chancen in der Bank hat, unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Hautfarbe, ihrer sexuellen Orientierung. Das ist das Netzwerk für die LGBTIQ-Community und die Straight Allies. Wir sind offen für alle Interessierten, die sich über dieses Thema erkundigen möchten oder generell Fragen haben. Wir wollen natürlich mit dem Netzwerk auch in gewisser Weise einen sicheren Raum bieten, wo man sich dann mit Menschen, denen es ähnlich geht, auch austauschen kann, mit Gleichgesinnten auch mal Unterstützung bitten kann, um Rat fragen kann. Das ist ja ein Thema, über das Menschen nicht unbedingt sofort gerne sprechen. Ja? Und wenn man da offen, aber nicht provokativ und offensiv mit umgeht, hilft das auch den anderen Menschen damit, normaler umzugehen. Und ich glaube, das haben wir eigentlich schon erreicht. Da ist viel Offenheit und auch viel mehr Ungezwungenheit in der Raum zu spüren. Hela Pride steht für mich für einen Safe Space, halt für Offenheit, für Vielfalt. Ich bin Mutter eines Transgender-Sohnes und ich möchte die Welt oder mit den kleinen Schritten beeinflussen, dass mein Sohn mit weniger Vorurteilen zukünftig zu kämpfen hat. Und das ist für mich das Netzwerk hier im Hause, um Inklusion zu leben. Hela Pride ist inspirierend, facettenreich, einmalig und vor allem voll von Herzensmenschen.